Ja, und ein herzliches Hallo aus Le Mans. Genau. Starten wir gleich rein. Mal schauen, wie viele Startversuche das ich wieder brauche. Ich das erste Mal hier die Pole rausgefahren von Marquez, Pedrosa, Lorenzo, Bautista und Bradl. Starten wir einfach mal. Ah, da vorne ist auch wer. Dreifach hier. Pole für Repsol. Dani Pedrosa, da zieht er schon weg. Vorsichtig, erste Schikane. Ach, kommt auch schon Lorenzo daher. Da sind wir Gedränge in der ersten Runde natürlich. Schauen, wie wir uns behaupten können. Schönes Wetter sogar, nicht einmal Regen. Ja, Gott sei Dank, aber der wird auch irgendwann wieder kommen. Kommt er hier wieder? Vorsichtig hier beim Anbremsen. Hui. Bin ein bisschen krank. So, Pedrosa. Sehr schön. Ganz wichtige, die Chance wieder nützen. Wenn wir gewinnen könnten. Und dann schaut es gar nicht so schlecht aus hier, denn wie gesagt, das wird es nicht auf jeder Strecke geben. So, das Bremsen-Datenpaket haben wir auch. Und wieder durch den Dunlop-Bogen durch hier, Runde 2 von 10. Eine Sekunde hinten, Pedrosa. Ja, komm doch, das ist ja nicht zu fassen. Das nächste Mal werden wir wieder zurückspulen, wenn das kommt. So, Lorenzo. Ja, Marquez hinter Lorenzo sogar. Durch die leichten Anfangsturbulenzen konnte auch Marquez nicht vorne wegfahren. Aber Pedrosa, gib mir gleich eine mit. Schön raus, ja. Ja, da habe ich leichte Vorteile gegen die KI. Letzten Schikane. Hier nicht innen aufs Curb. Das kennen wir schon von den letzten Grand Prix. Ja, Runde 3. Jetzt versuchen wir das relativ gechillt hier nach Hause zu fahren. Sehr schön, ich glaube, Marquez ist schon vorbei, Lorenzo, glaube ich. Marquez, Lorenzo, da blenden sie es uns auch schon ein.
Der schnell Lorenzo. Zwar dran am Marquez, aber da hat er ihn schon attackiert. Von Rossi auch nicht viel zu sehen, leider. Lorenzo Marquez überholen sich noch einmal gegenseitig. Okay, das ist noch nicht ganz ausgestanden, wie es ausschaut. Von Runde 5 und 10. Da haben wir es, Runde 5 und 10, Halbzeit. Marquez schon wieder vorbei. Am Lorenzo. Laut Scoreboard zumindest. 1,9 nur Pedrosa hinter mir, aber Pedrosa noch immer Zweiter. Marquez wird ihn wohl oder übel wahrscheinlich einholen, obwohl sie von der Stärke, wenn man drinnen schaut, beim Team gleich stark eingestuft sind eigentlich. Ah, Lorenzo kämpft doch immer mit Marquez. Okay, das ist gut für Pedrosa. Sehr schön. Und auch gut für die WM. Ich muss jeden Sieg mitnehmen, den ich kriegen kann. Letztens da habe ich hier auch einmal noch schon Punkte hergeschenkt. Da kann Lorenzo einen neuen Dreifach-Sieg von Repsol unterbinden. Oder nicht? Am 2015er im Juni, danke noch einmal. Ja, da kommt das neue MotoGP. Da sollte man sogar ein eigenes Team gründen können oder so. Werden wir dann schauen, wie das in der Praxis dann genau ausschaut, ob das auch viel Sinn macht. Ob das gut umgesetzt ist. Bin ich schon gespannt. Werden wir sich alles in aller Ruhe anschauen. Wird sicher ganz witzig. Eigenes Team. Kann man dann auch selber Fahrer einstellen vielleicht? Oder ist man dann alleine im Team? Bin ich gespannt, wie das gelöst ist. Oder kriegt man dann irgendeinen fiktiven Fahrer zugewiesen? Oder hinten die drei kämpfen, glaube ich, ja. Pedrosa konnte sich nicht absetzen. Trotz Zweikampf, Lorenzo und Marquez. Wir gehen schon in Runde 7 mit einem komfortablen Vorsprung. Also zum Glück habe ich da noch keinen Sturz fabriziert.
bisschen lupfen leicht, dass da nichts passiert. Ja, Marquez, da sehen wir schon, kämpft schon um P2 gegen Pedrosa, da kommt er schon wieder. Aber 3,9 hinter mir, sehr schön. Aber wird sich bald wieder durchsetzen, so wie es ausschaut, leider. Was ist denn? Was? Warum? Was? Hä? Da fliege ich auf einmal um? Da bin ich ja noch nie umgeflogen. Was war jetzt? Nein, nicht mit mir. Aus dem Nichts! Fliegt er plötzlich hier mitten auf der Geraden um. Das kann es auch nicht sein. So, das habe ich auch noch nicht gehabt. Aber gut. Und der 8 von 10. Ja, ich glaube, im Regen wäre es sicher ein bisschen schwieriger. Kann ich mich erinnern. Gegen die KI. Aber dumm auch ich, ein bisschen schwerer im Regen. So, hier nochmal. Also warum da, warum er daher fliegt? Nämlich ansatzlos auf einmal da gelegen. So, 2 Runden noch, sehr schön. Immer sogar rechts auf der Leinwand zu sehen. Ja, das gibt heute wichtige Punkte für die WM für mich. Mal schauen, wo wir am Ende stehen. Können wir Marquez den WM-Titel streitig machen? Oder nicht? Momentan schaut es noch ganz gut aus. Die da über hinten überholen sich noch immer gegenseitig. Für die WM wäre es natürlich geil, wenn Pedrosa wieder vor Marquez jetzt wäre. Wäre für die Spannung ganz geil. Und würde natürlich auch in erster Linie mir helfen. So, da geht's auch schon in die letzte Runde hier in Le Mans.
nochmal runter hier. Mal die Gegend gerade. Ja, Le Mans können wir sich merken, vielleicht eine Stufe schwieriger. Ja, das war's. Gott sei Dank. Volle Punkte hier für mich mit der Repsol. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und Dani Pedrosa, jawohl. Knapp vor Marc Marquez. Sehr schön, Lorenzo. Konnte nicht ganz mitgehen. Rossi nur Fünfter. Oh. Dovizioso, Bautista, Pradl. Oh, Pradl nur Achter. Bautista sogar vor Pradl. Oh, 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 oh. Und Dovizioso Sechster. Ei, ei, ei. So, Crutchler nur Zehnter. Hinter Ian Ohne sogar hier. Eieiei. Ei, ei. Ja, Crutchler da in einem Training so stark gewesen und dann hat er jetzt nicht wirklich überzeugt. Dann. Im Quali, glaube ich, gestürzt. Naja, Karel Abraham wieder 19er. Gar passt, das haut hin. So, 10 Punkte Vorsprung auf Marquez. Pedrosa 12. Rückstand, also 92, 90, 73, hier Lorenzo, Rossi 68, ist noch immer in Reichweite von Lorenzo. Und Dovizioso, Pradl. Sind auch gut dabei, Bautista hat somit Quatschlauch eingeholt. Mit einem guten Ergebnis. Also Honda ist klar, da gibt es glaube ich keine Zumeldungen. Die werden die Marken WM gewinnen. So. Genau. So könnte man sagen. Sehr schön. Wieder mal Dreifachsieg hier. Dreifachsieg für Repsol. Wunderbar. Wunderbar. Hätten wir das auch wieder. Wo geht's als nächster hin? Nach Mugello. Sehr schön. Perfekt. Freue mich schon drauf. Ja. Das war Le Mans. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder im Mugello. Bis dahin. Ciao, ciao. Und danke fürs Einschalten.